Herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Heute ein ganz besonderer Test. Und zwar, wir haben die aktuelle 2022er Honda Africa Twin Adventure Sports mit DCT gegen ihre, sagen wir, in die Jahre gekommene Schwester, die 1000 Africa Twin von Mara Hannes mit aktuell wie viel Kilometer drauf? 437.727. Und was sich in diesen Jahren getan hat bei der Africa Twin, das findet man in dem Video heraus. Bleibt dran! Gut, Hannes, lass mich überlegen. Am 2. Februar 2016 hast du die Africa Twin in Empfang genommen bei Honda Österreich und seitdem eben über 437.000 Kilometer abgespult. Starten wir vielleicht da mal kurz. Was ist in der Zeit technisch passiert? Haben wir in einem anderen Video gemacht, das ich euch jetzt gleich drunter verlinken kann. Da haben wir geklärt, was du auch für Reparaturaufenthalte, Werkstattaufenthalte und so weiter hattest. Aber was mich jetzt interessieren würde, kannst du dein Gedächtnis sagen, hat sich bei der Funktionsweise des DCTs, bei den Bremsen, ist da irgendwas sozusagen altersschwach geworden in der Zeit? Oder was hast du machen lassen oder nicht machen lassen? Ja, bei der Bremsen ist so, wie gesagt, DCT wird getestet, Motor wird getestet, Getriebe wird getestet. Ich habe deshalb ja auch beim letzten Video, was wir gemacht haben mit den 400.000, kurz erwähnt, dass ich mit den Bremsbeläge sehr lange fahre, weil ich hauptsächlich die Minustaste, dass ich die Motorbremse fürs Langsamen verwende und wenn die zu schwach ist, wird natürlich auch gebremst. Aber ich habe vor kurzem ein paar wieder normale 100 km/h wirkliche Notbremsungen gemacht und da ist für mich immer die Referenz, wenn ich unter 40 Meter aus nachweislich 100 km/h, also noch ein Tacho nach, also noch ein Navi nach die 100 fahre, nicht noch ein Tacho, dass ich da unter 40 Meter Knopf 39,5 Meter stehen bleibe. Also das hängt natürlich aber auch von Reifen ab und, was viele vergessen, auch von der Griffigkeit der Fahrbahn. Auf einer etwas weniger griffigen Fahrbahn würde ich früher das ABS ansprechen und dann ist der kurze Bremsweg nicht mehr möglich. Ja, weil die Ausstattung schon ansprichst mit dem ABS, hier haben wir ja relativ rudimentär noch Traktionskontrolle in 3 Stufen und ABS, das auch abschaltbar ist fürs Gelände. Die neue Africa Twin bietet diese 6-Achsen-IMU, da haben wir das komplette Programm drin mit Schräglagenabhängiger, Traktionskontrolle und ABS. Sonst, wenn man das elektronische Fahrwerk, wir haben wirklich hier das Top-Modell, also mehr Africa Twin geht nicht. Interessanterweise, obwohl die voll ausgestattet ist, kommen wir auf 259 Kilo und wir haben auf der 1000 PS 4-Waage gemessen, wir haben bei deiner 260 Kilo gemessen, also sind es da auch ähnlich. Und das Fahrverhalten fand ich ist aber dann trotzdem, obwohl sie so nah beieinander sind, auf dem Datenblatt ziemlich unterschiedlich, weil die Ergonomie sich ein bisschen geändert hat. Gell? Ja. Also, wie ist dir gegangen im Umstieg von deiner Africa Twin auf die neue? Ja, ich habe den Lenker, weil ich doch ab und zu Offroad fahre, ein bisschen aufgedreht, dass ich beim Stehen vorne nicht so gebückt fahren muss und habe dadurch beim Sitzen da etwas eine höhere Handhaltung und da nieder. Das ist schon einmal ein Unterschied, wenn man könnte das natürlich adaptieren, das ist nicht das Problem. Und was mir aber sofort aufgefallen ist, der Lenker ist um die Spur breiter. Das heißt, beim Lenkimpuls geben, man tut fast nichts und die Schräglage ist da, die man haben will. So, da merkt man diesen kleinen Unterschied, dass man praktisch nur mit der Kopfdrehung, wo ich hin will, erzeugt man gleichzeitig eine minimale Körperbewegung und da entsteht der Lenkimpuls und dadurch also wendiger sogar um die Spur. Ich habe damals schon gesagt, beim letzten Video, die Varadero war sehr kopflos und die ich nach wie vor fahre. Und da ist ja die, obwohl sie auch in dem Gewicht ist, mit 260 Kilo in der Nähe wie die Varadero, kommt dann die Africa Twin 16 gegenüber der Varadero schon extrem leicht vor. Mhm. Also man spürt das Gewicht nicht. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde überhaupt, man hat im Sattel der Africa Twin der 9 so viel Platz. Du kannst nach hinten ein Stück rutschen. Du kannst hier natürlich auch den mit anderen Risern oder eben den Lenker etwas aufdrehen, noch das stärker aufs Individuelle anpassen. Ein ganz großes Plus, was wir heute auch gemerkt haben, weil wir haben über 30 Grad mittlerweile. Das Windschild der Africa Twin Adventure Sports ist jetzt verstellbar und früher in der 2020-Generation war das extrem hoch, also auch in der niedrigsten Position hast du selbst mit unserer Körpergröße von ca. 1,87 bin ich, du bist ja, die Spurgröße noch. Ungefähr. Ja.
kaum Wind abbekommen. Und das haben sie jetzt echt besser gemacht. Das ist 11 cm niedriger geworden. Du kannst das jetzt in 5 Stufen einstellen. Und in der niedrigsten Stellung schaust du richtig schön oben drüber, kriegst ein bisschen mehr Fahrtwind ab. Dafür habe ich im direkten Umstieg gemerkt, der Motor gibt mehr Hitze ab. Ich weiß nicht, ob das aufgrund der Größe ist, weil bei dir ist es auf der 1000er war das deutlich entspannter unten herum. Da heute an solchen Tagen merkt man das eben, dass da ein bisschen Abwärme entsteht. Aber sonst, ich glaube, der deutlichste Unterschied ist auf jeden Fall im Display passiert. Also da haben wir jetzt hier diese 6,5 Zoll TFT. Ja. Im Vergleich die Ablesbarkeit natürlich bei deiner ist beschränkter. Ist schwächer, das, muss man so sagen. Es hatte dann auch schon, bevor die Adventure Sports gekommen ist, Modifikation vom Display gegeben, von der ersten, wie ich sie da habe, wo das Display schon etwas besser ablesbar ist. Aber wenn die Sonne da schräg reinscheint, ist es teilweise also kaum erkennbar. Aber das ist bei der neuen, mit dem neuen Display, mit dem großen, wirklich klar. Und auch wenn ich bin da, weil wir immer in verschiedene Richtungen gefahren sind, auch wenn die Sonne hinten reinscheint, war das Display perfekt ablesbar. Ja, da haben sie einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht und die Möglichkeiten, die das jetzt alles noch bietet, die würde es den Rahmen sprengen, also Apple CarPlay und Integration von Navigation ins Display eben und so weiter, das hast du ja noch da mit einer Halterung gelöst, gell, bei dir, also da ist echt was passiert. Kommen wir vielleicht kurz zum Herzstück noch, Motor, wir haben jetzt hier ein bisschen einen größeren Motor, 1084 Kubik, du hast den 996, ja. Eben knapp 1000. Finde ich, merkt man schon im Antritt, oder? Wie ist der da gegangen? Ja, vom Drehmoment her spürt man schon. Und vor allem, ich merke natürlich, der größte Unterschied für mich jetzt fühlbar war heute, wenn wir mit Bade gefahren sind. Ich habe noch die Gasseile. Ja. Ich habe noch nicht Treifbeweiher. Das spricht ja viel feiner an. Also da sage ich, vom Gefühl her, wenn man ausgeprägte Feinmotorik in der Gashand hat, ist das natürlich ein Traum. Weil ich mit ganz, ganz geringen Bewegungen das erzielen kann oder erreichen kann, was ich gerade momentan will. Sei es Gas weg ein bisschen oder eben ein bisschen Gas geben. Je nachdem, wie ich in der Kurve reinfahre, wann ich wieder aus der Kurve noch vor Beendigung der Schräglage ins Beschleunigen gehe. Natürlich darf man nicht, man hat eine Traktionskontrolle, aber das ist nicht der Sinn, dass ich, glaube ich, auf der öffentlichen Straße so beschleunigt, dass im normalen Fahrbetrieb eine Traktionskontrolle leuchtet. Na, genau, aber das, was du diesen sanften Ansprechverhalten schon erwähnt hast, bin ich voll bei dir. Ich meine, wir haben hier auch 6 verschiedene Mode, die du noch konfigurieren kannst. Wir sind jetzt meistens in Tour gefahren, das ist eh das Schärfste. Und selbst bei dem, also ich finde gerade, wenn wir eben diese Fotofahrten machen, wo wir oft umdrehen müssen auf engem Raum und so weiter, erstens hat die Afrika einen tollen Einschlag. Das ist, also du kannst auf extrem kleinem Radius wenden. Und dann natürlich im DCT, ich mache ein bisschen mit der Hinterbremse mit, dann kann ich wirklich unter 2 km/h, glaube ich, da wenden. Das ist wirklich großartig und so angenehm ist mit der Kupplung dann gar nicht. Also das geht mir da wirklich nicht ab. Im Gegenteil, dann schätze ich das DCT sehr. Wenn wir schon dabei sind, ist dir da was aufgefallen im direkten Umstieg jetzt? Alt gegen neu? Ja, die Motorbremsen, also die Minustasten. Das ist ein Traum, weil die dort wirklich hörbar. Man hört es ja, wenn man vor allem in die Kehren reinbremst, über die Motorbremsen. Wenn man erste schaltet, für die Rechtskehre, die enger ist, die links vor allem meistens in der zweiten, die Rechtskehre in der ersten, ja, vor allem bergab, wie sie kurz den Klopfer macht, wo sie das Gas erhöht, also über den Auspuff hört man, der Klopfer ist nicht spürbar im Sinne von vom Getriebe. Bringt keine Unruhe rein. Nein, ja, bringt überhaupt keine Unruhe rein, sondern es wird schlagartig die Drehzahl auf das Niveau ankommen, was der nächste kleinere Gang an Drehzahl hat. Und dann geht die Drehzahl natürlich, wenn man kein Gas gibt, wieder runter und die Motorbremsen arbeitet. Also das war echt super. Ja, es war natürlich, ich meine, du hast das vorher erwähnt, über 400.000 Kilometer. Es ist alles noch so ein bisschen knackiger bei der neuen Maschine, weil deine Minustaste, die merkt man, ist schon oft in Verwendung gewesen. Es funktioniert alles noch tadellos, das ist auch noch die erste Serie, muss man sagen, von Bedieneinheiten wie bei dir. Aber das ist natürlich hier schon ein bisschen knackiger. Und ja, das Runterschalten geht butterweich so gut, wie du es mit keinem manuellen Getriebe schaffst, muss man fairerweise sagen. Weil die erste Gewöhnung war ja, dass ich den Ton. Ja. Den habe ich da ja nicht. Da habe ich eher, wenn ich hart runterschalte, schmiert einmal das Hinterradl. Trotz Anti-Hopping-Kupplung kriege ich eine leichte Unruhe und die ist da komplett weg. Ja, die ist total stabil. Sie haben ja auch für 2022 das DCT in den ersten 2 Fahrstufen, also 1 und 2, noch einmal überarbeitet, genau um dieses Ansprechverhalten noch sanfter zu machen. Haben wir jetzt heute hier wirklich schön überprüfen können. Und was die 6-Achsen-Uhr auch ermöglicht, ist, dass das DCT hier erkennt, fahre ich bergauf, fahre ich bergab, ja, bin ich in Schräglage, bin ich nicht in Schräglage. Also auch da einen Schritt nach vorne und die Schaltzeiten, habe ich das Gefühl, sind auch die Spur kürzer geworden. Also schneller, es ist ja wirklich
richtige Evolution. Wobei ich sagen muss, ich bin dann zurück auf deine und unglaublich für den Erstwurf in der Africa Twin, wie gut das hier schon funktioniert. Und was mir auch an der alten besser gefällt, muss ich sagen, ist die Getriebeübersetzung. Das ist eine Spur kürzer. Da ist nämlich in der Africa Twin, der dritte Gang geht, glaube ich, bis 155 oder so. Das ist mir die Spur zu lang übersetzt und so kaschiert sie auch ihre Minderleistung eigentlich ganz gut. Das ist mir nicht nichts abgegangen, also im direkten Umstieg. Ja, von der Leistung her sage ich, man kann ja die 16er mit den 95 PS auf die meisten Straßenstücke bis auf einen sehr steilen Anstieg nach einer engen Kurve kann man die nicht ausfahren, weil dann ist man einfach zu schnell. Ja. Nein, man kann auch mit der immer, wenn es sein sollte, zu schnell fahren, was ja nicht unbedingt übertriebenen Bereich empfehlenswert ist. Genau. Na, aber nichtsdestotrotz haben wir es heute schön krachen lassen, alles im legalen Rahmen, aber hier sind die Radien so eng, dass man da durchaus bis am Fuß aus der runterkommt. Fairerweise, wir haben hier AX41 auf der neuen und wir haben den Trailertech 3 Conti auf der alten. Spürt man natürlich schon, wenn man noch straßenorientierteren Reifen montiert. Also es sind aber beide vom Grip her auf einem Niveau, gerade wenn es trocken und warm ist, so wie heute, dass es bis auf die Raster kein Problem ist. Wie gesagt, das habe ich bei den Reifenvideo gesagt, was wir gemacht haben. AX41 da drauf und das lässt sich Schräglage ganz normal fahren. So wie damals auch mit dem Pirelli STR, mit dem Conti DKC 70, sogar mit dem DKC 70 Rocks und so weiter. Kann man am trockenen Asphalt, wenn man weiß, dass er griffig ist, bis zur Fußrosten fahren. Und es gibt ja mittlerweile eine echt tolle Auswahl in dem Segment. Auch da Hinweis zum Video über die Reifenempfehlungen für die Africa Twin. Gebe ich euch auch den Link drunter, damit ihr das nicht verpasst. Ein Thema, wo die neue sehr stark punktet aufgrund des elektronischen Fahrwerks, ist natürlich Sozius Betrieb, weil da stelle ich da oben einfach um, ja. Automatische Beladungserkennung hat und ich kann auch manuell im Sozius Betrieb einstellen. Da musst du natürlich Hand anlegen, ja. Aber nichtsdestotrotz, das Fahrwerk auch noch das erste drin, ja. Immer serviciert natürlich, aber war ich echt begeistert, wie gut das Konventionelle funktioniert. Natürlich die wechselnden Fahrbedingungen und es ist ja auch an den Modus gekoppelt in der 1100er. Wie weich es wird und wie komfortabel. Und da hast du halt da noch das Nachsehen, sage ich mal. Also das würdest du dir das wünschen in deiner? Ja, es ist so. Man hat auf alle Fälle mit dem Fahrwerk, also mit dem elektronischen Fahrwerk, mehr Reserven. Also wenn ich wirklich schnell unterwegs bin mit der, kommt man möglicherweise, ich habe es ja noch nicht so ausgetestet, dass ich das bis zum Haftlimit, ja. Also dass ich dann den Abflug gemacht habe, wohl im Jänner, das habe ich gesagt, aber das war ein Salz, das war ein anderes Thema, dass ich auf einer staubigen Straßen was probiert habe, wo ich dann den Ausrutscher gehabt habe mit dem Stadler gewohnt. Ich kann mich erinnern, ja, auch das Video verlinke ich drunter. Ich verlinke hier alle Africa Twin und alle anderen Videos drunter, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Also vom Niveau her, Motorbremsen wesentlich effizienter, besser. Der Drehmoment spürt man. Diese übers Treifbeweiher gegenüber vom Gasseil, dieses feine Ansprechen. Übrigens, weil du früher gesagt hast, diese langsamen U-Turns, was wir da auf den engen Straßen heute schon gemacht haben, jetzt sage ich was Provokantes. Ich verwende nie die Hinterbremsen am Asphalt. Ich brauche die Hinterbremsen nicht, weil ich die Feinmotorik am Gas habe. Mhm. Eigentlich tut man ja eine leichte Unruhe auf der Gashand, entweder mit der Kupplung kann ich sie ausgleichen bei einem normalen Motorrad mit ein bisschen Kupplung schleifen oder eben dieses Stabilisieren, was man sagt, mit der Hinterbremsen. Weil von den Rahmengeometrien und Rahmensteifheiten sind die heutigen Motorräder alle so gut, dass sie nicht mehr diese Strecken, erklärt wird oft, mit der Hinterbremsen durch diese Strecken, da kann ich leichter enge Kurven fahren. Also wenn das so wäre, könnte ich nicht Kurven fahren, weil ich verwende die Hinterbremsen nicht. Also wenn bei mir ein Bremslicht leuchtet, ist es immer von der Vorderbremse, weil eben dann die Motorbremsen, die ja hinten wirkt, für das, was ich erreichen will, an Reduktion der Geschwindigkeit zu schwach ist oder ich zu spät zurückgeschalten. Dann verwende ich, wenn ich eine Bremse habe, die Vorderbremsen. Also alle U-Turns und alles, was ich so mache, ist immer ohne Hinterbremsen. Aber immer am Einser. Ja, aber mit irrsinnigen Feinmotorik am Gas. Ja, da muss ich noch ein paar hunderttausend Kilometer, glaube ich, nachlegen, bis ich auf das Niveau komme. Motorbremse ist auch ein gutes Stichwort, weil die kann ich hier in 3 Stufen einstellen. Also das ist auch eine coole Sache, je nachdem wie die persönlichen Präferenzen sind, dass man das auf sich eben individuell anpassen kann. Wo ich auch positiv überrascht war von das Euro 5 Modell und da haben wir noch, ist es Euro 3 oder Euro 4 wahrscheinlich, 4, wie der Sound immer noch behalten ist. Also dieses Zweizylinder-Bollern durch diesen Hubzapfenversatz, das die Africa Twin hat, da wie dort tust du einen Grappwitsch drauf, glaube ich. Ja, aber nur in Endtopf, also nicht den ganzen. Ja.
Und hier ist aber auch in Serie, also da braucht man eigentlich nicht mehr. Finde ich richtig gut gelungen und macht immer eine Freude noch, oder? Auch dir noch nach 400.000 Kilometern. Ja. Wie gesagt, da war heute eben, wie ich das erste Mal bei höheren Drehzahlen die Minustasten verwendet habe für die Motorbremsen, den Klopfer, den hörbaren Klopfer, was die Drehzahl dahin, weil sie schießt zwar nicht da in dem Moment, aber weil die Drehzahl sehr rapid angehoben wird für die höhere Drehzahl des nächst kleineren Gangs, da muss ich mich gewöhnen dran, aber vom Hinterrad kommt keine negative Meldung, was ich da natürlich des Öfteren habe. Ich bin es gegrünt. Also mir macht das nichts, wenn ich beim Zurückschalten Minustasten am Null. Hast hinten eine Bewegung drin. Dass ich mit meinem Popo was gespür. Ja, nein, das haben sie ausgemerzt. Ich glaube, den also Klopfer, der Knall, den du da hörst, ist auch, weil da drin ein Klappenauspuff verbaut ist. Das heißt, die Klappe geht auf, wenn du über eine gewisse Drehzahl bist. Kommst, und dann wirkt das lauter, als es dann tatsächlich ist. Also ich finde, das ist das Schöne. Ist nicht aufdringlich, aber es ist ein sonorer, schöner Sound. Ja, du, ich glaube, wir können zum Schluss kommen. Wir haben halt handlingmäßig sind sie beide, finde ich, sehr gut. Auch die alte, wie gesagt, immer noch was. Aber die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, Hannes, was ist, fahrst du jetzt mit der heim und lässt die da stehen? Oder? Es wäre interessant. Aber etwas muss ich sagen. Ich habe schon von ein paar Kollegen im persönlichen Gespräch, also nicht der Onkel hat gehört, dass die irgendwer was wirklich Motorradfahren persönlich angesprochen, warum es nicht auch die normale Afrika Twin mit dem ESA-Fahrwerk gibt. Ja, das stimmt. Das ist nur Entschuldigung. In Verbindung Showa. Mit der Adventure. ESA ist ja BMW. EERA ist die Abkürzung. Ja. Bei Afrika-Twin ist ein Showa-Fahrwerk. Das gibt es leider nicht. Deswegen haben wir jetzt hier auch den größeren Tank. Wir haben 25 Liter Gleichwerte. Es haben einige gesagt, sie würden sich nicht die Adventure Sports kaufen. Das wollen sie nicht. Mhm. Aber sie hätten gerne Afrika-Twin, also eine normale, also keine Adventure-Sport, keinen großen Tank, aber mit einem elektronischen Fahrwerk. Das stimmt, die Kombination. Die Aussage habe ich schon gehört. So war es ja auch bei mir, dass beim letzten beim Tune-Up mit meiner Standard-Afrika-Twin, da gab es das auch nicht. Und dann haben wir eben das Öl ins Fahrwerk verbaut und gesagt haben, okay, wir wollen ja noch ein bisschen was machen. Leider eben keine Option, weil das ist schon aufgrund der Universalität, die das elektronische Fahrwerk bietet, einfach nicht zu ersetzen oder im Alltag, wo eben wechselnde Bedingungen sind, so großer Vorteil, dass man mit einem herkömmlichen dauernd drehen müsste und alle 5 Kilometer stehen bleiben, was ja auch wirklich einen Spaß macht. Gut, also zwei tolle Motorräder immer noch. Die 1000 Afrika-Twin ist mir auch heute wirklich ins Herz gefahren. Ich bin sie erst einmal davor gefahren, eh bei dir. Aber steht der neuen in vielen Bereichen überraschend wenig nach, obwohl bei den Details und gerade beim DCT merkt man schon die Fortschritte. Wir haben hier auch das Kurvenlicht dadurch ermöglicht. Ja, richtig. Also, das sind tolle Features. Ja. Das sind natürlich sehr, sehr positive Weiterentwicklungen. Aber ich sage, das Grundkonzept ist da schon so, obwohl es eigentlich, ich hätte ja auch ein Montagseisen kriegen können, wie man so sagt. 2016, 2015 ist er entwickelt, also entwickelt ist er längere Jahre geworden, aber ursprünglich hätte er 2015 rausgekommen sollen, 2016 ist er tatsächlich rausgekommen. Ich habe sie immer, wie du früher gesagt hast, am 2. Februar 2016 bekommen. Es hat mich selber überrascht, weil ich fahre die jetzt, man sagt oft, nicht abwertend jetzt, das muss ja ausgelutschtes Fahrwerk sein mit 437.000. Und wenn es gut eingestellt ist, natürlich serviciert und Öl gewechselt, und dann komme ich natürlich, ich habe nie eine Undichtheit gehabt, also wegen einer Undichtheit von einem Simmering oder sowas war nie eine Reparatur notwendig, sondern bei dem Service wird natürlich alles neu gedichtet und das neue Öl rein. Aber an sich, das Fahrwerk ist original, wie ich es 2016 kriege. Das hat mich überrascht, dass da Unterschied vom elektronischen nicht so deutlich spürbar ist, aber wie ich früher schon erwähnt habe, man hat garantiert mit dem elektronischen Fahrwerk mehr Reserven. Ja, gut, Hannes, ich glaube, wir sehen uns das nächste Mal definitiv beim 500.000er Video. Ist das heuer noch oder ist das Anfang nächstes Jahres? Nein, heuer wird es sich nicht ausgehen, weil es ist ja schon Juli. Ja, das es stimmt, ist schon weniger wie ein halbes Jahr zum 31. Dezember und es fallen jetzt noch ja 63.000 Kilometer dorthin. Na gut, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was der Hannes bis dahin noch alles erleben wird. Werdet ihr auch hören im 500.000er Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Afrika Twin neu alt haltet. Habt ihr vielleicht eine 1000er oder eine 1100er? Was ist euch noch aufgefallen? Wir lesen es gerne durch. Der Hannes ist auch immer sehr brav im Beantworten. Vielen Dank auch dafür. Ich glaube, die Community schätzt das Feedback sehr. Und ansonsten, wenn es euch taugt hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Und Kanal abonnieren versteht sich ja wohl von selbst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sag, pfiat euch. Servus.